Hallo und herzlich willkommen zu DCS World. Ja, einem Simulator und damit das Hauptthema meines Kanals, was ja Simulation ist. Und ich möchte hier einfach mal die Gelegenheit nutzen und euch den Digital Combat Simulator vorzustellen. DCS ist ja ein Kampfflugzeug-Simulator. Es gibt hier nicht nur Jets, es gibt hier auch Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg. Die ersten Jets gibt's. Sind so Zweiter Weltkrieg, glaube ich, mittlerweile 5 Flugzeuge. Ja, DCS ist kostenlos. Ich habe zwar gesagt, es gibt so und so viele, es gibt solche und solche Flugzeuge. Das sind kostenpflichtige Flugzeuge. So, DCS an sich ist aber kostenlos. Ihr könnt euch das von der Hauptseite runterladen oder von Steam. Ich empfehle es euch aber tatsächlich von deren Seite herunterzuladen und nicht von Steam. Den Link dazu findet ihr auf jeden Fall in der Beschreibung und ja, ihr erhaltet dann eine Map, also in der DCS World ist da drin ist eine Map enthalten, die Kaukasus Map und 2 Flugzeuge. Ansonsten könnt ihr kostenpflichtig euch weitere Flugzeuge kaufen, die sind dann hyperrealistisch, also so realistisch wie es eben geht. Einer von können wir uns gleich mal angucken. Aber ansonsten will ich doch jetzt einfach mal sagen, genau, warum ihr das bei nicht von Steam runterladen solltet, wenn ihr denn überlegt, euch wirklich Flugzeuge dafür zu kaufen. Es gibt einige Flugzeuge, die sind noch in der Beta, die kann man zwar kaufen und auch schon spielen, aber die gehen nicht über Steam, die gehen nur über den über DCS, über den Launcher von der Webseite, nur dort könnt ihr dann auch die Beta-Flugzeuge spielen. Okay, wir hüpfen einfach direkt mal in den Missionseditor. Und ich habe da mal was vorbereitet. Denn ich möchte euch jetzt einfach mal so ein bisschen das Spiel zeigen. Und den Inhalt, den ihr in der kostenlosen Version habt. So, jetzt, der muss immer ein bisschen laden, die Map. So, als allererstes setzen wir hier mal einen der 2 kostenlosen Flieger rein. Das ist die TF-51D, ein Zweiter Weltkriegsflieger. Startbahn. Bieler. So. Und wir starten das Ganze mal. Das ist ein Zweiter Weltkriegsflieger. Den gibt es eigentlich, den gibt es auch als Modul, also als Flugzeug zu kaufen. Da gibt es den mit Bewaffnung. Dieser hier, den wir jetzt fliegen, der ist auch aus diesem Modul. Also als dieses Modul eingeführt wurde oder veröffentlicht wurde, kam dieser Flieger dann in die kostenlose Version als unbewaffnete Version. Damit man sich vielleicht mal so angucken kann, wie das so ist, wenn man jeden Knopf im Cockpit anklicken kann. Wenn er dann fertig geladen hat, dann können wir auch schön Knöpfchen drücken. Bitte bedenkt, dass ich mich nicht als Profi bezeichne. Es gibt hier Fehler, die ich mache. Und diese Fehler mache ich, muss ich einfach mal sagen, gerne. Nein, ich mache die nicht gerne. Aber ich habe keinen Bock auf dieses Hardcore Simulationsgetue. Ja, das erste Mal starten, da braucht er dann ein bisschen. Normalerweise dauert das nicht so lange. So, da sind wir. Wir gucken uns den Dach jetzt direkt einfach mal von außen an. Grafisch sieht er auf jeden Fall geil aus. Keine Frage. Die stecken sehr viel Zeit, sehr viel Mühe, sehr viel Liebe in die einzelnen Flugzeuge. Und wenn wir jetzt einfach mal hier reinhüpfen, können wir mal gucken, was wir hier denn alles anklicken können. Es geht hier so ziemlich alles. Nicht, dass der Flieger gleich explodiert. Oh.
Ne, ihr seht schon. Das, so sehen dann, wenn ihr euch so ein Flugzeug kauft, die vielleicht sowas weiß ich 40, 30, 40, 50 Euro kosten, die sind dann in dieser Qualität. Und ja, den will ich euch aber gar nicht zeigen, weil der ist langweilig, mehr oder weniger. Darum zeige ich euch jetzt einfach mal das andere Flugzeug. So. Komm. Weg mit dir. Und ich setze hier nochmal kurz was anderes hin. Nämlich Russland. Und die Su-25, die hocke ich mal ganz kurz hier hin. Parkposition. So. Kappen wir der mal den Treibstoff. Dann muss ich jetzt hier noch sagen, dass ich das bin. Danke, liebes Handy. So, wir starten hier von diesem Flughafen. Fliegen dann hier rüber. Bekämpfen hier einfach mal ein paar Ziele. Das ist nur so eine X-Landebahn. Das ist kein wirklicher Flughafen, aber das ist eigentlich ein perfektes Gebiet für Training. Und wir legen doch einfach mal los. So, und der andere Flieger, den ich euch jetzt zeige, das ist die Su-25T. Den seht ihr hier schon, das ist die. Das ist, sag ich mal, so ein Upgrade. Ich glaube, die Su-25 ein bisschen gepanzerter. Ja, und das Design ist ein bisschen anders. Aber das werden wir uns jetzt angucken. So. Das ist unsere Su-25T. Das ist die eigentliche Su-25. Die habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Das ist kein Kampfjet oder so. Also nix. Der ist nicht für irgendwie Luftkampf gedacht. Der ist eigentlich für Bodenziele gedacht. Für den Angriff auf Bodenziele. Und ja, das ist die Su-25T. Wenn ich mich recht entsinne, eine gepanzerte Version. Und ihr seht vorne an der Schnauze ein TV-Gerät. So, ich hüpfe mal direkt rein. Wir schalten die Elektrik an und starten das Flugzeug. An diesen Dingern, an dieses Teil hier, da ist nichts klickbar. Es gibt einige Flugzeuge für DCS, die sind aus Flaming Cliffs 3. Die gibt es hierfür. Die sind, da ist nichts klickbar. Da muss man sich halt eben ein paar Tastaturbefehle merken. Sind schon ein paar, aber ich finde, das geht relativ schnell. So, damit das hier nicht so laut wird, machen wir kurz die Kanzel zu. So, wenn die grünen Lichter da ausgehen, das haben sie gerade gemacht, sind die Triebwerke, laufen die stabil und wir können loslegen. Natürlich, das Teil ist nicht für den Luftkampf gedacht, aber rechts außen könnt ihr sehen, sind Luftabwehr. Sind Luftabwehrraketen dran für den Notfall, so, ne? Was zappelst du denn so? Und wie das immer so ist, ich bin kein DCS-Profi. Ich habe mir vorgestellt, wie das ablaufen soll. Ob es wirklich so abläuft, das kann ich nun wirklich nicht sagen. Es braucht viel Übung und ich habe es wirklich lange, lange, lange nicht mehr gespielt. Obwohl es wirklich eins meiner Lieblingsspiele ist. So. Na komm. Ja. So. Dann schmeißen wir ganz kurz die Landeklappen raus. Und wir geben einfach mal Vollstoff, ne?
Was war das? Okay, mir ist ein Reifen geplatzt. Ihr seht schon, der erste Fail. Im Fahrwerk rein. Klappen rein. Richtiger Knopf. Naja, passiert halt mal, dass beim Start das Fahrwerk platzt, die Reifen platzen. So, was will ich euch als erstes zeigen? Wir schalten mal kurz auf den Bodenkampfmodus um. Und ich habe hier außen die Bomben. Die sind ausgewählt. Unten rechts könnt ihr das sehen, neben dem Steuerknüppel, da ist so eine Leiste mit gelben Strichen. Und darunter zwei grüne Striche, das ist die Aufhängung, die ich gerade ausgewählt habe. So, wir gewinnen hier einfach mal ein bisschen an Höhe. Die Bomben, die ich jetzt darunter habe, die haben ganz schön Wumms. Die sehen recht klein aus. Ja, diese grauen Dinger. Die haben ganz schön Bums. Darum werde ich jetzt eine spezielle Technik nutzen, um die Bomben abzuwerfen. Nennt sich CCRP. Das heißt, ich kann euch das mal ganz kurz demonstrieren. Wenn ich jetzt auf das Wasser eine Bombe loswerfen möchte, ihr seht den grünen Kreis. So, und dieser Kreis, wenn ich jetzt die Bombe loslassen würde, würde die Bombe in diesen Kreis reinfliegen. Das nennt sich CCIP. Und CCIP ist, wir markieren eine Stelle und das Flugzeug berechnet, wir fliegen dann einfach normal weiter und das Flugzeug berechnet, wann die Bombe abgewerfen muss, um diese Stelle eben zu treffen. Und das machen wir jetzt, denn alles andere würde unser Flugzeug mitsprengen. So, ich mache diese dämlichen Markierungen aus. Und dann versuchen wir es doch einfach mal. Jetzt muss ich mein Mikrofonarm ein bisschen bewegen, denn ich bin ein Blindfisch. Versuchen wir das Ganze mal. Ich habe den jetzt nicht getrimmt. Ich hoffe, das ist kein Problem jetzt. Nehmen wir das einfach mal so. Hör auf, hier großartig zu lenken. So, Bombe los. Wir können die auch. Wir können uns hier anschauen. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich trifft. Aber das sieht recht gut aus. So, zwei haben wir. Oh, zwei haben wir zerlegt. Wir haben noch so eine Bombe. Darum, wenn ich den Steuerknüppel loslasse, wir haben jetzt die linke Bombe abgeworfen. Rechts haben wir noch eine, darum legt das Flugzeug zur Seite. Versuchen wir einfach mal, vielleicht kriegen wir den anderen da mit der Bombe. Mit Bömsken. Ich würde gerne noch ein bisschen an Höhe gewinnen. Was ist denn da? Ja, komm. So. Der Mikrofonarm ist voll im Weg. Ich komme gar nicht richtig an meinen Steuerknüppel dran. So. Da ist der andere. Der steht da noch so schön. Da rüber, komm hier rüber. Und lass sie fallen. So.
Das war ja mal nix. Das war ja mal nix. Naja, macht nichts. Zwei Fahrzeuge haben wir ausgeschaltet. Ich muss selber erstmal wieder ins Spiel reinkommen und mir mal ganz kurz meine Haare richten. So. Ja, das machen echte Piloten auch. Oh, ich sollte mal ein bisschen Schub geben. Die ziehen sich auch dann ihren Helm aus und richten sich erstmal die Haare. So, was haben wir jetzt Schönes? Wir wählen jetzt einmal die inneren Waffen aus. Das sind diese weißen Raketen. Das sind lasergelenkte Raketen, die kann ich über dieses rechte TV-Gerät ins Ziel lenken. Schalte ich mal ganz kurz an. Das ist ziemlich cool. Und die Raketen haben auch ziemlichen Wumms. Das können wir uns gleich mal angucken. So, rechts unten das Ende. Da sind unsere, da sind nochmal dieselben Ziele, die es in der Mitte von der Landebahn gab. Und die wollen wir doch jetzt einfach mal bekämpfen mit einer Rakete. Dann könnt ihr mal sehen, was die Rakete für einen Wumms hat. So, ausschalten. TV-Gerät ranzoomen. Runter, runter, runter. So, wir nehmen den hier aber in der Mitte. Komm, ja gut, dann nehmen wir den. Und ich bin, glaube ich, zu nah dran. Ne? Ja, oh, ich bin zu nah dran. Na gut. Dann fliegen wir einfach ein bisschen weg, ne? Also dieser Flieger hier, der taugt schon wirklich was. Also für mich ist das einer der besten Flieger hier in diesem Spiel. Muss ich einfach mal sagen. So, ach so, hoch brauchen wir gar nicht. Naja. Gehen wir mal um. Ja, der Mikrofonarm irritiert mich gerade ein bisschen. Links die obere Anzeige, die Runde, die, oh, die zeigt unseren Alpha an, also unseren, quasi unseren Anstellwinkel. Und mit dem dürfen wir nicht übertreiben. Also sollten wir nicht. Wenn wir es machen, ist jetzt auch nicht so kritisch. Aber... naja. So. Einmal bitte Ziel markieren. Und wir können angreifen. Zack. Und wir haben alle drei Ziele ausgeschaltet. Und so ist das halt. Den mittleren, den in der Mitte, den schalten wir jetzt gleich auch aus. Der nervt mich nämlich. Ja, liebe Leute, moderne Kriegsführung. Ich meine, das ist schon geil, oder? Man fliegt so ein Teil und man weiß, man kann so aus großer Höhe... Ich meine, was haben die da unten stehen? Die haben ein paar MGs, die sind... Für Infanterie sind die gefährlich, aber nicht für so ein Kackflugzeug, was... ja, aus... 2.000, 3.000 Meter Entfernung... Korrigiere. Aus über 8 Kilometer Entfernung... irgendwas in ihr Ziel reinschießen. Und das auch noch genau trifft. Ja, genau. Man kann, es gibt ja Bomben, die kann man direkt in ein, durch ein Fenster fliegen lassen. So genau ist der Scheiß. So. Aber bitte Mitte anvisieren. Zack. So, ich muss allerdings, das ist, naja, das ist halt so jetzt, ich muss, die Rakete zielt genau dahin, wo ich mit dem TV-Gerät hinziele. Wenn ich mit dem TV-Gerät jetzt zur Seite gehe,
dann fliegt die Rakete nicht mehr auf den Panzer drauf, sondern dahin, wo ich mit dem TV-Gerät hinziele. Ja, ist halt so. Aber das TV-Gerät brauchen wir jetzt nicht mehr. Da schalten wir aus. Als nächstes nehmen wir, die sind schon ausgewählt, diese lustigen Raketenputz, die sind auch unglaublich lustig, macht echt viel Spaß. Und was wir jetzt noch haben, ist hier so ein Haufen Humvees. Einmal hier und dann noch an der anderen Seite. Und die bekämpfen wir doch jetzt einfach mal mit diesen lustigen Raketen. Wir achten wieder auf unseren Anstellwinkel. Wir haben einen gelben Bereich, so ja, also in diesem rot schraffierten Bereich sollte das nicht mehr sein. Es ist übrigens die linke Nadel, wenn mich nicht alles täuscht, die wir achten müssen. So. Jetzt werden wir auch die Luftbremse benutzen, denn wir wollen einen langen Anflugsweg haben. Einer dürfte es geschafft haben. Aber nicht auf mich. Aber ich bin zu schnell für die. Ich bin in einem krassen russischen Kampfflieger. Ich fliege sehr gerne die Russen, muss ich einfach sagen. Weil USA ist halt eben so Mainstream. Jeder will die USA fliegen. Ich bin da anders. Ich möchte gerne die Russen fliegen. Weil, ja, man sollte die Russen gar nicht mal so unterschätzen. So, dann versuchen wir jetzt noch den einen auszuschalten. Oh, nicht runter. Nee, runter wollte ich jetzt nicht. So, es macht jetzt auch keinen. Wir wollen einen relativ hohen Winkel haben, mit dem wir hier auf den Boden zufliegen. Wo ist er denn? Ne, da ist er. Pull up. Ist da noch einer? Tatsächlich, da liegt noch einer. Das können wir uns auch sehen, wie viele wir drin sind. Ja. Oh. Also, zwei haben wir jetzt verlegt. Das können wir nicht hinnehmen. Wenn da zwei noch leben, das geht so nicht. War zu früh losgeschossen.
auch immer wirklich wissen. Ich weiß es gar nicht, hier gibt es irgendwo auch eine Anzeige, wie viele Raketen ich noch habe. Also die äußeren Raketen sind auf jeden Fall leer. Habe ich noch in den inneren drin. Fliegen ein bisschen schnell. Bisschen tief. Die gewinnen wir mal noch ein bisschen höher. So. Muss das jetzt im LA drin stehen? Oh, 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 das wird nichts. Mann! Was wollen die denn? Ja, ich brauche ja wirklich noch ein bisschen Übung. Ist okay, Handy. Ranzoomen. Das hat hier schon ganz schön was mit Feingefühl zu tun. Immer noch überlebt, oder? Tatsächlich. Was ist denn los mit dem? Oh. So, wo sind die? Da links. Dann werden wir die restlichen Raketen, die wir da haben, links. Auf den linken haben wir es verballern. Dann treffen wir da vielleicht ein bisschen was. Ansonsten werden wir dann die Kanone einsetzen. Ne? So. Hier rüber. So, link hier runter. Linke Zone rein. So, da kann ich schon Kanone rausfehlen.
Naja, schauen wir doch mal, wie das jetzt mit der Kanone wird. Oh, dieser Mikrofonarm, der stört mich total. Ich muss mich konzentrieren. Und der stört mich voll in meiner Konzentration. Auf mit dem Scheiß. Wärmflug hier wird nix. Wird nix. Pull up. Nein, ich möchte nicht sterben. Ja, liebe Leute. Warte mal, kann ich. Ach ne, den habe ich nicht auf Client gesetzt, ne? Ja, heute gibt's keine Landung. Ihr seht, ich brauche noch Übung. Ich hoffe, bis dahin hat's euch gefallen und ihr seht, die Flugzeuge gehen in diesem Spiel auch kaputt. Wenn ihr das Spiel haben wollt, wie gesagt, es ist kostenlos, ladet es euch runter. Ich versuche ja den Chris Maximus dazu zu überreden, dass er es mit mir zusammenspielt. Ansonsten lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch dieser Absturz nicht gestört hat. Ansonsten sage ich einfach mal Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss.